Unsere Bauern auf der Suche nach der großen Liebe. Einer davon ist Hans Ueli aus dem Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Ich bin sympathisch und sportlich. Und zwischendurch habe ich es auch gerne lustig. Auch mit den Kollegen habe ich es manchmal lustig. Die Natur ist mir sehr wichtig. Ich schaue gerne in die Natur. Und die Natur ist einfach etwas Schönes. Die Freizeit ist mir auch wichtig. Ich gehe gerne wandern. Und ich gehe auch noch in die Trachtengruppe. 20 Jahre bin ich dabei, in der Trachtengruppe, schöner Grund. In der Hofwoche mit ihnen etwas machen, mit dem Tanzen. So wäre sicher schön, wenn sie. Also, ich wäre froh, wenn sie können tanzen, ja, dass wir etwas machen können mit dem. Und ich bin gerne Tänzer. Und, ja. Und danach in der eigenen Sauna entspannen. Hans Ueli weiß, das Leben zu genießen. Aber zu zweit wäre alles viel schöner. Ich gehe gerne in die Sauna. Wenn ich Kalken habe, im Winter gehe ich gerne in die Sauna. Kann man die noch Willi trinken und mit einer Partnerin. Das ist dann noch viel schöner. Der 44-Jährige und seine 12 Milchkühe leben naturnah auf 10 Hektaren herrlicher Appenzeller Berglandschaft. Also hier haben meine Kühe ganz gern und die Hörner gehören einfach zu einer Kuh dazu. Es ist auch schön anzuschauen mit den Hörnern und sie können etwas machen mit den Hörnern. Ich habe noch nie eine Kuh ohne Hörner gehabt. Ja, wäre schon schön, wenn ich nicht alle Kühe streichen, sondern wenn man mal eine Partnerin hätte auf meiner Seite, um ein bisschen kuscheln und unterhalten. Mit den Kühen, ja, kannst du dich auch unterhalten, aber zu wenig. Und der Partnerin wäre mir schon noch wichtig. Ja. Auf seinen Hof lässt Hans Ueli also nur original Schweizer Braunvieh. Und die passende Frau. Also ich tue Kälbli nicht mehr aufziehen. Ich tue es verkaufen, zu einem anderen Bauer kommen zu sehen, und dann wäre es nicht aufgezogen. Aber wenn ich jetzt wieder eine Frau hätte, dann würde ich das wieder machen, selber aufziehen. Weil normal nehme ich immer zwei nach. Und die Frau, die hat vielleicht noch mehr Zeit, um das zu machen, um ein bisschen Zuneigung zu geben, den Kälbchen. Weil sie brauchen das und dann sind sie auch nicht so schüch. Aus seiner geschiedenen Ehe hat Hans Ueli drei Kinder, die er so oft wie möglich sieht. Also die Kinder gehen, wenn ich im Stall bin, gehen sie meistens pöppeln oder sonst manchmal auch am Nachmittag. Dann gehe ich auch mit, ich auch und Bob. Und dann haben wir es so mega lustig miteinander. Also die Scheidung und die Trennung war sehr belastend, weil ich Kinder nicht mehr hatte. Weil ich hasse mega gerne meine Kinder. Geben mir Kraft und Zuneigung. Ich bin sehr ein Familienmensch, ich habe Kinder mega gerne. Und ja, ist natürlich schon schön. Also ich gerne meine zukünftigen Kinder auch akzeptieren, weil ich brauche meine Kinder. Und mir ist auch gleich, wenn eine Partnerin ein Kind hat. Das spielt mir gar keine Rolle. Meine Frau sieht sportlich und attraktiv sein. Ja. Also jetzt am Abend, wenn ich nach Hause komme, und ist einfach leer. Und wenn die Kinder da sind, ist es viel schöner. Und wenn eine Frau da oben wäre, wäre es noch schöner. Und sonst ist einfach, du schaust einfach Fernsehen und das ist auch nicht so interessant. Mit einer Frau ein bisschen kuscheln und auch etwas unternehmen, wäre viel schöner. Hans Ueli sucht dich. You to have it all.